Ich hatte nicht so recht die Lust, mich mit zu beschäftigen, aber auch nicht das Wissen. Was war irgendwie so für mich so ein Buch mit 7 Siegeln? Und das war so die Ausgangssituation, wo ich sagte, wenn ich das jetzt in die Hand nehmen, selber in die Hand nehmen möchte und auch fundierte Entscheidungen für mich treffen möchte, dann muss ich mich da besser kundig machen. Das Finanzmentoring-Programm ist jetzt soweit zu Ende, dass ich mein Depot und meinen Sparplan selbstständig angelegt habe, weil ich auch weiß, wie viel ich monatlich erübrigen kann und dass es ein Betrag ist, den ich kontinuierlich aufbauen kann. Und ich habe tatsächlich durch die Videos und auch durch unsere gemeinsamen Calls ein gutes Gefühl dafür bekommen, was tue ich hier eigentlich. Ich bin Frank und ich bin, naja, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alters und plane so in Richtung Rente zu gehen. Und was mir schon die letzten Jahre immer wieder aufgestoßen war, ist, naja, wie sicher ist überhaupt noch die staatliche Rente? Ich habe schon vor, sehr alt zu werden und wird das dann auch reichen? Und auf der anderen Seite habe ich in den letzten Jahren immer mehr aus den Gesprächen mit den Banken das Vertrauen verloren, dass mir da Anlagen, sagen wir, empfohlen werden, die mir auch wirklich diese Pläne sicherstellen. Und der Plan war, ich möchte auf alle Fälle so viel ansparen können, dass ich, falls die Rente mal sinkt oder gar ganz verschwindet, dass ich immer noch einen guten Lebensstandard halten kann. Und so bin ich dann auf dein Finanzmentoring gestoßen und dachte, das ist es genau. Sprich, wie kann ich mich selber so kundig machen, dass ich, sagen wir, mit gutem Gewissen selber Entscheidungen treffen kann, wie ich eigentlich mein Geld anlege, um mein Ziel zu erreichen. Also tatsächlich war das für mich Geldanlage immer so ein Buch mit 7 Siegeln und wollte ich mich nicht beschäftigen, so ungefähr wie ich mich mit der Steuererklärung nicht beschäftigen möchte. Aber es ist halt doch hilfreich, wenn man es für sein Leben tut. Und ich hatte mich sehr stark auf Bankberater verlassen, hatte da aber auch über die letzten Jahrzehnte immer mal wieder schlechte Erfahrungen gemacht, insofern, dass mir Anlagen empfohlen wurden, wo ich über die Jahrzehnte gesehen sogar Minus gemacht habe. Und ich hatte nicht so recht die Lust, mich mit zu beschäftigen, aber auch nicht das Wissen. Was war irgendwie so für mich so ein Buch mit 7 Siegeln? Und das war so die Ausgangssituation, wo ich sagte, wenn ich das jetzt in die Hand nehmen, selber in die Hand nehmen möchte und auch fundierte Entscheidungen für mich treffen möchte, dann muss ich mich da besser kundig machen. Und das hatte ich mir dann eben auch erhofft von dem Finanzmentoring. Das Ziel war definitiv, eine Anlagestrategie für mich zu finden und auch so viel selbst davon zu verstehen, dass ich selbstständig und dann eben auch da mit gutem Gefühl die Entscheidung treffen kann, das Geld so anzulegen und auch zu wissen, wie viel müsste es eigentlich sein, dass ich mein Ziel, eine Rente abzupuffern, eigentlich erreichen kann. Sprich, wie viel müsste ich eigentlich anlegen? Welche Rendite müsste ich über wie viele Jahre erreichen, damit ich ein gewisses, sagen wir mal, gewissen Betrag monatlich abschöpfen kann, der mir dann auch fürs Leben reicht? Allein das rechnen zu können und das so betrachten zu können, das war für mich so wichtige Ziele, um mich auch sicher zu fühlen in dem, was ich da eigentlich tue. Das Finanzmentoring-Programm ist jetzt soweit zu Ende, dass ich mein Depot und meinen Sparplan selbstständig angelegt habe. Dass jetzt, ich weiß, für die nächsten 5 eigentlich kalkuliert, 10 Jahre werde ich einzahlen, weil ich auch weiß, wie viel ich monatlich erübrigen kann und dass es ein Betrag ist, den ich kontinuierlich aufbauen kann. Und ich habe tatsächlich durch die Videos und auch durch unsere gemeinsamen Calls ein gutes Gefühl dafür bekommen, was tue ich hier eigentlich. Die größten Learnings waren tatsächlich zu erkennen, und das, was du ja auch immer sagst, so als wissenschaftliche Grundlage, wie eigentlich sich so der weltweite Aktienmarkt entwickelt und dass das eigentlich eine Kurve ist, die, auch wenn es täglich oder monatlich, jährlich die Zickzack- und Kurve gibt und Einbrüche, dass es trotzdem einen kontinuierlichen Werteanstieg gibt und auch eine Rendite, die jetzt über einen langen Zeitraum zumindest sich gezeigt hat, dass sie vorhanden ist. Natürlich weiß man nie, was in der Zukunft ist, aber das größte Learning war tatsächlich, dass es diesen Trend gibt. Und das andere ist, dass ich mir das ausrechnen kann
wie viel ich eigentlich anlegen muss, wie lange, um mit einer angenommenen Rendite tatsächlich ein bestimmtes Outcome zu erreichen. Und als drittes, dass ich nachschlagen kann, mich selber informieren kann, sozusagen in einer unabhängigen Plattform, was es eigentlich für Anlagemöglichkeiten gibt. Das waren so für mich die drei wichtigsten Aspekte, die mir auch ein Gefühl von Sicherheit geben, dass ich jetzt etwas in etwas investiere, was auch immer noch ein Risiko hat, ist logisch, aber trotzdem auch mir das ein Gefühl von Sicherheit gibt. Ich fand unsere Zusammenarbeit immer super konstruktiv. Ich habe gerne mit dir die Calls gemacht, auch allein deine freundliche Stimmung und so war immer sehr angenehm, mit dir die Calls zu haben und das Ganze auch zu reflektieren oder Fragen zu stellen. Also das fand ich alles sehr angenehm und ja, würde dich in diesem Fall auch deshalb weiterempfehlen, weil ich es wirklich auch für mich alles verständlich fand und auch eben gut durchgeführt.